Ja, liebe Leute, wir sind am Start, wieder mit Sandy und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir das jetzt angehen, das Thema. Diese Scheißrakete, wenn die nicht gekommen wäre, dann hätten wir so ohne Probleme darüber geschafft. Aber okay, dann weiß ich zumindest, wie es geht. Ja, wir sind immer noch mit Sandy unterwegs, oder wieder mit Sandy mehr oder weniger unterwegs und wollen halt da weiter. Du mit deiner Scheißrakete. Ich glaube, da stehe ich auf der Leine oder was? Den muss ich erstmal wegkriegen, den Kollegen da. Sonst geht's hier nicht weiter. Ich weiß ja auch nicht, ob es hier irgendwo einen Endboss gibt oder was auch immer. Ich meine, wir haben ja auch die Aufgabe, Larry die Antenne da oben auf das Dach zu installieren. Ah, hab ich mich losgelassen. Das wollen wir gleich. Warte mal. Das kriegen wir schon hin, den Typen. Den kriegen wir noch hin, den Typen. Ich glaube, ich muss den wahrscheinlich im Sprung mit dem Dings greifen. So, warte mal. Jetzt ist er weg. Aber das bringt jetzt nur erstmal nichts, weil wir müssen jetzt quasi mehr oder weniger das ganze Ding noch einmal ansetzen. Aber ich glaube, da ist noch irgendwo eine Maschine, die uns da so ein bisschen, ja, Gegner spawnen lässt. Ja, natürlich ist der da oben. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob da irgendwas in der Maschine ist. Vielleicht ist die auch oben auf den Dächern. Das kann natürlich auch sein. Ah, Mann, wenn eine scheiß Rakete nicht gekommen wäre. Du, in dem Moment schmeißt du genau die scheiß Rakete. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht weitermachen können. Da werden sie die Rakete dann quasi mehr oder weniger vom Dach schießen. So, sind wir zumindest mal da. Der Typ überhaupt. Das ist, der juckt jetzt gerade nicht. Oder? Gut. So, da hoch oder was? Scheinbar, ne? Da unten ist eine Unterhose. Das ist doch wahrscheinlich nicht schön. Zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Da bist du jetzt nicht da wieder an der Stelle, oder was? Da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal eben, ne, an der Stelle. Fällt mir gerade nur so ein. Da waren wir schon mal. Scheiße. Das hat natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich da jetzt wieder runter bin. Ich komme noch nicht hoch wieder, ne? Oder komme ich da hoch? Nee. Doch, kommen wir wohl. Wir müssen darüber. Dann müssen wir nämlich auf das Ding zurück, damit ich da wieder rüberkomme. Doch, doch, doch. Das haben wir schon mal geschafft eben. Doch, blöd. Das kriegen wir noch hin. Weil immer wieder die Gegner spawnen ja wieder mehr oder weniger neu. Fast. Ich vergesse immer mitzulenken. Ich denke mir, das passiert immer automatisch, aber nein, das ist nicht so der Fall. Gut, okay. Gut, okay. Gut, dann sind wir wieder da, wo wir sollten. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, wo müssen wir da weiter? Da lang? Nee. Das kann doch nicht sein. Wir müssen nur. Bist du wirklich da lang oder was? Den juckt uns jetzt gerade nicht, aber ich muss gerade überlegen, wie komme ich da jetzt. Doch, es geht doch nicht anders. Ist da rüber oder was? Rüber da hoch irgendwo? Nee, das ist doch. Nee, 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 doch, doch. Scheinbar. Scheinbar. So. Jetzt muss ich überlegen. Wie geht's weiter? Runter gibt's nicht. Da haben wir doch die Waffe schon.
Ich bin da lang. Bist du echt darüber jetzt nochmal oder was? Nein. Nein, wir sind doch da schon. Wir kommen doch daher. Da oben ist noch eine Maschine. Da ist auch noch eine Maschine. Nein. Da müssen wir nicht nochmal. Wir müssen doch nicht darüber nochmal. Oder müssen wir da echt darüber? Müssen wir echt da hoch? Ich kann es ausprobieren. Wir wissen es ja irgendwie. Ihr seid schon mal katsching. Warte mal. Da waren wir. Hier waren wir doch schon. Das war doch schon komplett am Anfang mal. Okay, schon besser. War doch schon, das ist doch nicht normal. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal, muss ich zugeben. Das ist doch ein bisschen verwirrend da gerade alles. Soll ich da hoch oder was? Oh, das ist äußerst verwirrend manchmal, das Ding hier. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Das ist äußerst verwirrend, das Ding hier, quasi mehr oder weniger. Dinger. Das ist doch nicht normal jetzt gerade so ein bisschen. Ist doch da irgendwie. Nein. Ich bin übelst verwirrt gerade so ein bisschen, ja. Wenn ich nicht weiterkomme, dass ich nicht weiß, wo ich lang muss. Ja, das ist. Ach Mann, das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt richtig bin, ob ich falsch bin. Ein Ungeziefer weniger! Ja, ja, schon klar. Aber wo geht's weiter? Tschüss. Du lästiges Ding! Bin ich da drüber, Alter? Ja. Wo ist denn da hin? Da drüber, Alter? Um in Schwung zu kommen. Ah, Mann, ich bin gerade übelst überfragt. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Was war da rüber oder was? Ja, das Level ist ein bisschen sehr verwirrend aufgebaut. Das ist es halt einfach. Dann sparen wir halt wieder neu. Schwierig, schwierig, schwierig. Tschüss.
30.000 jetzt schon. Aber. Tschüss. Autsch! Sicke. Eine Erfrischung! Das ist nicht wahr, komm schon nicht hoch. Jetzt bin ich wachsen, ich komm da nicht ran, oder was? Jetzt bauen wir halt nochmal neu. Nichts kann eine Landplage aufhalten. Ha! Also muss das ja hier irgendwo mit zu tun haben. Und tschüss! Wäre ich da rüber oder was? Und dann da hoch oder was? War ich da nicht überall schon? Ich hab doch keine Ahnung gerade, echt. Ist der ja da irgendwo hoch oder was auch immer, da rüber? Ja, wir haben dich doch getötet, schnell. Hier legt die Party ab. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan gerade, echt. Wir müssen da ja irgendwie rüber, oder was? Halt dich doch da fest. Nein, ich spring lieber tot. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ja. Ist er da echt rüber jetzt noch damit? Auf. So, das nehmen wir mit. Da komme ich auch nicht ran. Hat das irgendwas mit dem Ding da zu tun oder was? Je glänzender, desto besser. Weiter. Okay. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Oh. Wo ist der denn? Ich sehe den jetzt gerade nicht. Da hinten. Ich glaube jetzt. Nein! Lass mich raten, ich darf jetzt wieder komplett von Anfang an. Naja, obwohl ich da war, ein Checkpoint. Das ist ja klar. Ach, die
zu kurz immer wieder. Ich spring immer zu kurz in diesem Scheißding. Boah, ist das ekelhaft gerade das Level. Mann, oh, ich will das auch nicht schaffen. So, nochmal der Typ da. Gut, jetzt hat man ja schon mal das Thema. Nein! Oder auch nicht! Die Thema hatten wir, das Thema hatten wir schon. Ich muss da irgendwie weiterkommen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiterkomme, da ich da gerade komplett auf dem Schlauch jetzt stehe. Nicht so, dass wir eben schon mal hier waren. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Mann, oh. Okay, jetzt müssen wir da nochmal rüber. Hier waren wir ja schon. Also, muss ja seinen Sinn haben, ne? Bist du da wieder? Du scheiß Raketenhans, ey! Da jetzt schon wieder gelandet. So, das heißt, wir müssen darüber. So, dann wollen wir das nicht nochmal machen. Auf jeden Fall jetzt immer wieder sterben und unendlich Dings planen. So. Das hat doch seinen Sinn, dass ich. Ich meine, ich habe ja. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit SpongeBob? Wir können ja hier. Hat das doch irgendwas mit dem Ding zu tun hier noch? Das ist ja Larry. Hier gehen wir mal wieder in die Innenstadt. Oder hat das jetzt irgendeinen Sinn tatsächlich, dass ich jetzt immer wieder in die Innenstadt muss, dass ich jetzt eigentlich durch bin mit dem Level, mit dem Teil? Nein, wir haben Larry noch nicht geholfen. Wir haben Larry ja noch nicht geholfen. Ich glaube, wir können noch eine. Warte mal, wir haben Larry ja noch nicht geholfen. Wir haben seine scheiß Antenne ja noch nicht gemacht. Unschlüssig. Was geht ab, SpongeBob? Hey, Nap. Gut, okay. Und.
Vielleicht brauchen wir nicht noch was machen. Haben wir ja. Es macht am meisten Sinn, eher mit Sandy zu arbeiten. Gerade, glaube ich, immer noch. Da muss man irgendwo weiter. Ich weiß nicht, wo lang. Was haben wir ja gemacht, den Leuchtturm? Oh, vielen Dank. Endlich kann ich mir die Wiederholungen der Felsfischakten ansehen. Den haben wir tatsächlich fertig, oder was? Den Larry? Okay. Ach, müssen wir gleich tun. Warte mal, müssen wir gleich den Weg jetzt. Warte mal, müssen wir eigentlich den Weg aktivieren da erstmal? Das kann. Nein. Nein. Das wäre zu einfach. Warte mal. Wir sind jetzt mit Sandy hier. Nein, das wäre zu einfach. Warte mal kurz. Jetzt müssen wir wirklich erstmal zu SpongeBob zurückwechseln und warte mal. Wir wechseln mal zu dem hier jetzt einfach mal aus. Warte, ob das jetzt irgendwas zu sagen hatte. Das hatte bestimmt irgendwas zu sagen. Warte mal. Gehen wir hier rein. Zu Larry zurück. Und jetzt gehen wir da hoch und aktivieren den Weg. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Nein! Nicht, dass das jetzt wirklich der Fall ist, dass ich da jetzt einfach festgehangen habe die ganze Zeit, dass ich das jetzt nicht weitermachen konnte. Nein. Warte mal. Wir sind jetzt bei Larry wieder. Wir müssen da hoch den Knopf drücken. Nein, zu weit! Nicht, dass das echt jetzt irgendwas zu bedeuten hat, echt. Larry haben ja jetzt geholfen, mehr oder weniger. So. Geschenke öffnen ist klasse. So, jetzt sind wir hier oben. Gut, jetzt sind wir mal erstmal. Warte mal, ich habe die Blume mit hier schnell. Das ist eine Socke. Noch ein Pfund für Patrick. So, müssen wir jetzt weiter. Wieso? Ich da nicht rüber? Nee, da komme ich rüber. Mit SpongeBob aktivieren, mit Sandy rüber? Wäre auch eine Möglichkeit. Was wäre das für ein komplizierter, ekelhafter, komplizierter Weg? Wir versuchen es einfach mal aus. Also, wir aktivieren den Weg mit SpongeBob. So. Dann gehen wir mit Sandy. Jetzt gehen wir zu Dings rüber. Wechseln wieder auf Sandy. Also mit der kann ich eher weitere Sprünge machen als mit SpongeBob. So, dann gehen wir mal darüber zu Larry wieder. Okay, das nur so nebenbei klappt übrigens nicht. Alles klar. Noch ein Gedanke dahinter, den ich eigentlich gerade mal versucht habe auszuspielen. Also wieder auf Dings wechseln. Wieder zurück auf SpongeBob. Ab in die Kiste. Natürlich steht hier noch eine fucking Bushaltestelle, ernsthaft.
natürlich, durch die Kiste reise. Das ist der Gedanke tatsächlich sogar dahinter. Wir reisen jetzt, wir werden jetzt mit SpongeBob den Weg aktivieren. Boom. Reisen wieder zu Sandy. Okay, klappt nicht. Wir müssen also... Warum wir zu Sandy hier rüber müssen. Das hat doch irgendeinen Sinn, warum wir mit Sandy hier rüber müssen. Oder was? Soll ich hier wechseln müssen? Nein. Gut, aber wahrscheinlich reist du mit Sandy hier hoch und gehst auf SpongeBob zurück. Dann musst du mich unten wechseln. So, also. Es hat natürlich den Sinn, dass wir jetzt den Weg aktivieren müssen. Also eigentlich kann es klappt nicht, wenn wir Charakter wechseln. Wuhu! So, okay. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Wo ist der Typ? Das ist die Kiste. Tada. So, was ist denn da? Was ist jetzt aufgewagt? Brücke. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir Reiseprogramme gebaut. Aber das hat irgendeinen Sinn. Wo müssen wir denn da lang? Da hoch müssen irgendwie, hat doch keinen Sinn, oder nicht? Müsst doch da rüber, oder nicht? Nee, da schaue ich nicht, da komme ich nicht rauf. Das geht nur mit Handy, glaube ich. Nein, nein, nein. Also ich kann ja nicht mit Handy da hoch, das geht ja nicht. Hä? So, der Checkpoint ist da hoch, dann gehen wir da wieder hoch. Irgendwas machen. Das hat doch seinen Sinn. Einmal volle Power da drauf. Nein, da komme ich dann hier rüber, oder? Oder ist das nur jetzt extra deswegen? Irgendwas zu aktivieren. Das ist nicht der, das ist nicht der offizielle, das ist nicht der offizielle Weg. Zurück. Lop. So, aber irgendwas hat das doch zu sagen. Müssen wir schon wieder mit. Nein. Ja, gut, Larry haben wir ja geholfen. Also gehen wir wieder zurück in die Innenstadt, würde ich sagen. Das muss ja da irgendwas mit zu bedeuten haben. Wie geht's denn weiter? Das ist die große Frage, nächste Frage, ja? So, sind wir da oben wieder? Ah, wie geht's weiter? Das ist die große Frage. Aber weiter nicht alles. Wir haben noch zwei goldene Lenkräder, die uns fehlen. Aber wie geht's weiter?
habe echt bisher noch kein verwirrteres Level bisher aufgebaut. Ich habe noch kein Level, was noch verwirrender ist, gefunden. Bereit für eine Runde Schwammball? Ohne Lenkräder können wir die Boote nicht zur Evakuierung. Ja, wir müssen sie nicht finden, aber wir haben noch zwei Lenkräder. Wir haben Larry geholfen, wir brauchen aber noch zwei Lenkräder. Wo finde ich sie? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nimm das! Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich muss ja noch zwei Lenkräder finden. Das ist halt genau das Problem an der Sache. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Der Leuchtturm abgeschlossen. Da oben drauf oder was? Finde ich diese Kack. Zwei goldene Lenkräder. Ich habe noch keinen Plan, wo sie sind. Ich mache die Folge eh schon zu lange. In der nächsten Folge versuchen wir es weiter.